Und herzlich willkommen zum allerersten Retro-Spieletipp, liebe Freunde. Ich habe wieder Internet und jetzt geht's auch schon los. Und hier sind wir jetzt auch schon in Spieletipp Nummer 1, Buggy O'Hare. Wie jetzt unten eingeblendet? Es war eine US-amerikanische Zeichentrick-Fernsehserie, welche in den Jahren 91 und 92 produziert wurde und ich war ein sehr großer Fan davon. Buggy O'Hare ist ein grüner Weltraumhase, der in 13 Folgen von je ungefähr 20 Minuten gegen das Imperium der fiesen und miesen Kröten kämpft. Geschaffen wurde die Figur des Hasen von Larry Hama. Jetzt zu sehen? Im Jahre 78 als Comicstrip. 1992 brachte der japanische Spielehersteller Konami Buggy O'Hare als Videospiel für das NES auf den Markt. Das war das allererste NES-Spiel, das nicht ruckelte. Und ich hatte es besessen, ich habe es gekauft und es war so wunderschön. Buggy O'Hare ist ein Action-Plattform-Videospiel für das NES aus dem Jahre 92, das auf den gleichnamigen Comicserie basiert. Das Spiel wurde von Konami entwickelt und veröffentlicht und wurde im Januar 1992 in Nordamerika, am 31. Januar 1992 in Japan und am 18. Februar 93 natürlich in Europa veröffentlicht. Im Spiel muss Buggy um jeden Preis seine Crewmitglieder von verschiedenen Planeten retten. Jeder gerettete Charakter, den der Spieler befreite, hatte auch sofort dann die Fähigkeiten. Nicht die Fähigkeiten, sondern man konnte zwischen ihnen hin und her schalten. Jawohl! Mit den Fähigkeiten konnte man dann natürlich andere Welten freispielen. Und das war auch Sinn und Zweck, weil es war ja auch ganz lustig, um auf das Mutterschiff der Tod zu gelangen. Und wenn man das Mutterschiff endlich erreicht hat, hat man bloß noch Buggy und Blinky, die sich in der gleichen Zelle befinden. Natürlich sprechen sie aus und noch einmal die verbliebenen Crewmitglieder zu retten. Und danach geht's dann wieder zurück aufs Schiff und man muss den bösen Typ dort wegschnetzeln. Was sehr viel Spaß machte. Die Musik in diesem wunderschönen kleinen Spiel wurde von Tomoko Tsumichama, alias die Tsumichama bezeichnet, komponiert. Das soll es dann für den ersten Spieletipp erstmal gewesen sein. Und wir springen jetzt natürlich in Spieletipp Nummer 2. Und hier sind wir auch schon bei Spieletipp Nummer 2, liebe Freunde. Ja, und da sind wir auch schon bei Spieletipp Nummer 2. Von Konami. Der Publisher war Sega, die Veröffentlichung war 93 und das alles für den Sega Mega Drive. Wunderschön. Rocket Knight Adventures. Eins der geilsten Spiele, was ich je gespielt habe und heute auch immer noch im Original besitzt, ist ein Jump'n'Run-Spiel, das im Jahr 1993 von der Firma Sega für den Sega Mega Drive veröffentlicht wurde. Entwickelt wurde das Spiel, wie schon gesagt, von Konami.
Ja, um was geht's denn jetzt eigentlich hier in diesem kleinen Spiel? Eine bösartige Schweinearmee fällt unterstützt durch den Antagonisten Axel Gear, wie hier zu sehen, in das Land Sebulus ein. Und entführt natürlich die Prinzessin des Königreichs, Sparkster, unser kleiner Bruder hier. Macht sich auf die Invasoren zu vertreiben und die Prinzessin zu retten. Natürlich wie immer. Seine Reise führt ihn bis in die industrielle Hauptstadt der Schweine und schließlich ins All. Schweineweltall! Wie geil! Und die todessternähnliche Weltraumstation Big Star. Wer ist denn eigentlich dieser Sparkster? Dieser Sparkster ist ein Opossum in Ritterrüstung mit Schwert und Jetpack ausgestattet. Mit dem Schwert werden Hiebe ausgeteilt. Mit Hilfe des Jetpacks kann man kurze Strecken fliegen bzw. einen starken Schwerthieb ausführen. Und weg sind sie. Wie geil. Natürlich, wie auch in jedem anderen Spiel, gibt es hier auch einen Nachfolger. Und der hieß, ratet mal, Sparkster. Denn Sparkster ist der Nachfolger von Rocket Knight Adventures und erschien natürlich für das Sega Mega Drive und das Super Nintendo Entertainment System für das SNES. Trotz der Namengleichheit unterscheiden sich beide Versionen erheblich voneinander und ich, Arsch, hab's nie gespielt, weil ich niemals wusste eigentlich früher, dass es einen zweiten Teil davon gab. Es gab natürlich auch eine Neuauflage. Am 12. Mai 2010 wurde ein neuer Teil für die Xbox 360 veröffentlicht. Diese wurde von den Climax Studios LTT entwickelt. Climax Studios, kennt ihr das noch? Die waren verantwortlich für Landstalker. Und in Deutschland von Konami veröffentlicht. Das Spielprinzip ist mit dem des 17 Jahre zuvor veröffentlichten Vorgängers identisch. So ist die Hauptfigur immer noch der Sparkster, das Opossum. Das Spiel ist ein klassisches 2D-Jump-and-Run. Zwischen den einzelnen Leveln gibt es auch noch Look-Levels, die ähnlich wie in R-Typ ablaufen. Ja, das war auch ein absolut geiles und herrliches Spiel, liebe Freunde. Wo ich noch jung war. 93, du warst 14. Schmeckt immer noch rum. Okay, dann soll's das auch mal mit Spieletipp Nummer 2 gewesen sein. Und wir machen weiter mit Spieletipp Nummer 3. Und da sind wir auch schon bei Spieletipp Nummer 3, liebe Freunde. Und dieses Intro müsste ich so aber was von kürzen. Das glaubt mir gar keiner, sonst würde dieses Video 3 Stunden gehen. Ja, was haben wir denn hier eigentlich? Wir haben hier Silver. Silver ist ein 1999 ursprünglich für Windows veröffentlichtes Action-Adventure von Infogrames. Infogrames hat auch früher Rennspiele gemacht, aber da kommen wir vielleicht später drauf zu sprechen. Der Spieler steuert seine Spielfigur durch eine lineare Geschichte, muss dabei verschiedene Rätsel lösen und Gegner bekämpfen. Es folgten Portierungen auf die Spielkonsole Dreamcast und auf den Mac. Und es soll natürlich eins der besten Rollenspiele sein, die jemals rauskommen und ich kann es auch fast bestätigen. Obwohl ich noch 2, 3 bessere kenne. Aber das ist ja nicht schlimm, aber wir reden mal über die Handlung. In einem Fantasiereich möchte der titelgebende Herrscher namens Silver eine neue Braut heiraten. Die Untergebene des Königs haben den Auftrag, sämtliche Frauen des Landes gefangen zu nehmen und geraten auch an die Frau des Hauptdarstellers. Die Schweine, das gibt aber auf die Fresse. Welches auf Rache sind und nun zur Befreiung seiner Gattin in den Kampf zieht. Heidewitzka für Schottland. Im Verlauf der Handlung stellt sich überdies noch hinaus, dass Silver ebenfalls ein Bündnis mit dem Dämon Apokalypse sucht. Oh mein Gott, um die Weltherrschaft an sich zu reißen. Der Spieler muss nun 8 magische Kugeln finden, um diesen bösen Dämonen abzuwehren und die Tyrannei zu stürzen. Jawohl. Cool. Nein, das Spiel ist wirklich gut. Der Spielverlauf ist sowohl vom Genre des Adventures, vom Rollenspiel und vom Action-Adventure geprägt. Im Gegensatz zu den Rollenspielen hat der Spieler keine Möglichkeit, einen eigenen Charakter zu schaffen. Der Spieler folgt stattdessen mit seiner Hauptfigur und 2 Begleitcharakteren den Handlungsstrang. Die spielbaren Charaktere sind ausschließlich vordefiniert und können nur rudimentär ausgestattet werden.
Erfahrungspunkte werden automatisch gesammelt, was ihre Spielstärke im Laufe des Spielverlaufs den stärkeren Gegnern anpasst. Heilung erfährt man über Nahrung, Zauber und natürlich Artefakte. Und meist von besiegten Endgegnern. Die Spielewelt ist recht linear aufgebaut, so dass man hauptsächlich den vorgegebenen Handlungsstrang in der von Entwickler vorgegebenen Reihenfolge abspielt. Der Action-Teil ist durch die zahlreichen Kämpfe mit Handwaffe, Fernwaffe oder Zauber sehr präsent im Spiel. Aber bei weitem nicht das hauptsächliche spielerische Element, wie zum Beispiel in Diablo. Auch gibt es praktisch keine Jump'n'Run-Elemente, wie sie für Action-Adventures in der Tradition von Tomb Raider typisch sind. Die Möglichkeit zum Speichern existiert nur an vorgegebenen Speicherpunkten, kennen wir ja von Dark Souls. Die von Dean Evans komponierte Hintergrundmusik ist teilweise themenbezogen, so wechselt sie bei Gefahr oder im Kampf. Die deutsche Sprachausgabe wurde von den deutschen Synchronsprechern von Hollywood-Star Mike Ryan, hierzu zielen Ulrike Möggel und Nicolas Cage, Martin Kessler, wie hier zu sehen, synchronisiert ihn, aufgenommen. Aber das soll es jetzt auch mal gewesen sein mit unseren drei lustig Spieletipps. Das war mal Retro, wenn es euch gefällt, lasst es mich wissen. Wenn nicht, werde ich halt wieder auf das Altbekannte umsteigen, was ich natürlich auch wieder machen werde, sobald das Sommer noch vorbei ist. Na gut, ich habe wieder Internet, ich bin wieder da und ich freue mich, dass ihr es auch seid. Gut, dann danke fürs Zuschauen und bis später, liebe Freunde. Ciao, tschüss.